Maybe you can just tell us some things that has changed over time, just to compare how bobsleigh have changed. Also erstmal, wenn man jetzt hier Altenbeck sieht, ist das ja eine sehr technische Strecke, eine sehr anspruchsvolle Strecke für Piloten. Und der Hauptunterschied ist einfach, dass Bobfahren schneller geworden ist. Das heißt, wir fahren immer noch auf Strecken, die älter sind, aber die Bobs werden immer schneller. Auch die Linien haben sich angepasst. Zu meiner Zeit sind wir durch den Kreisel relativ flach in einer Linie gefahren. Jetzt schaffen das die Jungen in Wellenform durch den Kreisel zu fahren und kriegen das trotzdem vom Timing hin. Was auch ganz klar schneller ist als das, was wir früher gefahren sind. Dazu kommt natürlich die Analyse. So, bei uns standen die Trainer und haben aufgeschrieben, wie wir gefahren sind, haben nur einmal gesehen, haben dann aufgeschrieben und haben dann über Funk durchgegeben, wie du gefahren bist. Heute geht man hier auf das iPad, nimmt das alles auf und kann denen immer zeigen, wie sie gefahren sind. Also visualisiert man praktisch diese Fahrten. Das sind riesen Unterschiede zu früher. Das sind zwei Beispiele, was sich geändert hat. Ich glaube, dass die Analysemethodik, dass die schon besser geworden ist. Ich glaube, heute ist das Bobfahren noch schneller und deshalb noch anspruchsvoller, glaube ich, für die Athleten. Aber die Analysemethode ist einfach auch besser heute. Wenn wir früher in den Hotels waren, da gab es keine Mobile Phones, keine Handys. Zum Beispiel, ich erinnere mich immer noch in dem Hotel in St. Moritz, in dem wir waren. Da hat meine Frau dann angerufen, dann ist das ein Hotelangestellter zu dem Essen gekommen, hat mir gesagt, da ist ein Anruf für sie, dann bin ich in die Box gegangen und habe mit meiner Familie telefoniert. Was sich auch komplett geändert hat, früher gab es einen Wochenplan, der war an die Tür des Physiotherapeuten geheftet oder am Hotel und da haben wir dann drauf geguckt und wussten unsere Zeiten. Und wenn wir das nicht im Kopf haben, dann sind wir halt zu spät zum Training gekommen oder zum Athletiktraining. Heute haben wir WhatsApp-Gruppen. Da braucht jeder nur einmal reingucken, dann sieht er sofort Änderungen, sieht, wann ist Essen, wann ist Training, welche Startnummer, Besprechung, zack, wieder weg. Auch komplett anders. Das Telefon denkt für die Athleten. Früher mussten die Athleten selber denken und mussten sich den Plan merken. Also in den Jahren, seitdem ich Pilot bin, hat sich vieles komplett geändert. Thank you so much. Dankeschön. Danke. Kamera weg.